über unseren Podcast klären wir alle Fragen rund um die U18-Wahl. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts zu den U18-Wahlen. Heute haben wir Informationen zum Superwahljahr 2021 für euch. Am 17. September werden die U18-Wahlen stattfinden. Dieses Jahr wird es bei U18 zwei Wahlen geben. Die U18-Bundestagswahl und die U18-Berlin-Wahl, auch genannt Wahl des Abgeordnetenhauses von Berlin. Zudem wird in Marzahn-Hellersdorf ein Kinder- und Jugendentscheid stattfinden. Bei dem Kinder- und Jugendentscheid könnt ihr darüber abstimmen, ob ihr ein Kinder- und Jugendparlament in Marzahn-Hellersdorf haben möchtet oder nicht. Eure Wahl könnte dem Kinder- und Jugendparlament in Gründung weiteren Rückenwind verschaffen. Bei den U18-Wahlen und beim Kinder- und Jugendentscheid können alle mitmachen, die noch nicht 18 Jahre alt sind. Sprich, alle unter 18. Egal, ob ihr zum Beispiel 5 oder 17 Jahre alt seid. Macht mit, ihr habt die Wahl. Die U18-Wahl und der Kinder- und Jugendentscheid sind nicht bindend. Sprich, es sind symbolische Wahlen. Dennoch kann U18 einiges bewirken. Ihr beschäftigt euch mit Politik und bringt eure Themen und Anliegen in die Politik ein. Und die Politik und die PolitikerInnen erfahren, was euch wichtig ist und was ihr euch vielleicht auch anders wünschen würdet. In Marzahn-Hellersdorf wird es zahlreiche U18-Wahllokale geben. Vermutlich werden es ca. 30 Wahllokale sein. Es wird Wahllokale an Schulen, Jugendfreizeiteinrichtungen, Bibliotheken und an anderen Orten geben. Unter www.u18.org findet ihr eine Übersicht über alle Wahllokale und ihr könnt auch das Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro kontaktieren, wenn ihr wissen wollt, wo ihr ein Wahllokal finden könnt. Um das Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro zu erreichen, schreibt gerne eine Mail via kjb@hvd-bb.de oder ruft an unter der 030 933 9466. Ein Wahllokal könnt ihr selbst anmelden oder eure Schule, eure Jugendfreizeiteinrichtung oder ein anderer Ort. Infos hierzu findet ihr ebenfalls auf www.u18.org. Die Wahllokale können die U18-Wahl am Wahltag, den 17.09. oder in einem Zeitraum vor den 17.09. anbieten. Wichtig, am 17.09. um 18 Uhr ist Wahlschluss. Dann müssen alle Stimmen ausgezählt und über die U18-Plattform hochgeladen werden. Achtung, nicht jedes Wahllokal wird jede Wahl anbieten können. Es gibt Wahllokale, die zum Beispiel nur die U18-Bundestagswahl anbieten können. Sollte euer Wahllokal nicht alles anbieten können, so könnt ihr das Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro kontaktieren und dort eure Stimme abgeben. Zudem wird es ein Wahlmobil im Bezirk geben. Das Wahlmobil wird vom Montag, den 6.9. bis zum Donnerstag, den 16.9. im Bezirk unterwegs sein. Wenn ihr kein eigenes Wahllokal organisieren könnt, aber an eurer Schule, eurer Jugendfreizeiteinrichtung, eurem Verein, eurer Gemeinschaftsunterkunft oder an einem anderen Ort wählen wollt, dann könnt ihr mit dem Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro einen Termin vereinbaren und das Wahlmobil kommt bei euch vorbei, damit ihr vor Ort im Wahlmobil wählen könnt. Zu den U18-Wahlen. Die U18-Bundestagswahlen. Bei der U18-Bundestagswahl habt ihr eine Stimme. Ihr könnt mit eurer Stimme eine Partei wählen. Informiert euch vor eurer Wahl und macht euch schlau, was ist dir wichtig und welche Partei vertritt Punkte, die dir wichtig sind. Die Bundeszentrale für politische Bildung bietet einen Wahlomat an. Der Wahlomat ist ein Frage- und Antwort-Tool, das zeigt, welche Partei eurer eigenen politischen Position am nächsten steht. Schaut gerne rein unter wahl-o-mat.de. Ab dem 26. August ist der Wahlomat für die Abgeordnetenhauswahlen und ab dem 2. September auch für die Bundestagswahl verfügbar. Bei der U18-Bundestagswahl wählst du symbolisch den Bundestag. Der Bundestag ist das Parlament der Bundesrepublik Deutschland. Eine Mehrheit des Bundestages bildet die Bundesregierung. Der Bundestag trifft Entscheidungen für ganz Deutschland und er entscheidet zum Beispiel über Gesetze und wählt den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin. Bei der U18-Berlin-Wahl wählst du symbolisch den Landtag von Berlin, auch Abgeordnetenhaus von Berlin genannt. Das Abgeordnetenhaus entscheidet über alle Angelegenheiten, die das Bundesland Berlin betrifft. Auch hier hast du eine Stimme für eine Partei, die deine Position am ehesten vertritt. Alle Wahlen finden frei und geheim statt. Das ist wichtig. Du kannst wählen, musst aber nicht. Und deine Wahl ist geheim. Niemand darf sehen, was du gewählt hast. Natürlich kannst du es erzählen, wenn du es möchtest.
und zum Beispiel mit FreundInnen über Politik und politische Themen diskutieren. Jedes Wahllokal hat Wahlzettel, eine Art Wahlkabine und eine Wahlurne. Du nimmst den Wahlzettel, gehst in die Wahlkabine, machst ein Kreuz oder auch einen Haken bei einer Partei, der du deine Stimme geben möchtest, faltest den Wahlzettel und wirfst ihn in die Wahlurne. Bei den Wahlurnen gibt es eine Besonderheit. Es wird einen Wahlurnenwettbewerb auf Bezirks- und auf Landesebene geben. Seid kreativ und gestaltet coole, schöne, ausgefallene Wahlurnen und nehmt am Wahlurnenwettbewerb teil. Besonders schöne und ausgefallene Wahlurnen werden einen Preis erhalten. Mehr unter u18.berlin. Und mehr Infos auch beim Kinder- und Jugendheiligungsbüro Marzahn-Hellersdorf. Am Abend des 17.09. wird es eine kleine, Corona-konforme Wahlparty geben. Geplant ist ein Podium mit Kindern und Jugendlichen und ein Podium mit PolitikerInnen. Zudem wird es Musik und Getränke geben. Start ist am Freitag, 17.09. um ca. 17.30 Uhr. Die ersten U18-Ergebnisse erwarten wir gegen 18.30 Uhr oder 19 Uhr. Meldet euch gerne im Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro, wenn ihr auf der Wahlparty dabei sein wollt. Ach übrigens, die U18-Wahlen finden immer 9 Tage vor den regulären Wahlen statt. 9 Tage vor den regulären Wahlen könnt ihr die Stimmen von Kindern und Jugendlichen verstärkt hörbar werden lassen. Am Sonntag, den 26.09., werden die regulären Wahlen stattfinden. Die Bundestagswahl und die Berlinwahl, wahlberechtigt sind alle ab 18, und die Kommunalwahl, sprich die Wahlen der Bezirksverordnetenversammlung oder des Bezirksparlamentes. Dafür sind alle ab 16 wahlberechtigt. Also bis zum Freitag, 17.09., dem U18-Wahltag. In den nächsten Folgen unseres U18-Podcasts werden wir PolitikerInnen verschiedener Parteien interviewen. Bis dann!